Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Forzaton. Heute fahre ich den Traum, den 1993er Jaguar XJ220. Und ja, was ein Teil ist das? Nämlich auch ein Bezwinger der grünen Hölle. Wie es dort auch steht, war dieser Wagen Rekordhalter auf der Nordschleife. Die Zeit weiß ich nicht, aber natürlich für damalige Zeit fuck ich schnell aus heutiger Sicht natürlich ziemlich langsam. Generell Autos, die vor 10 Jahren auf der Nordschleife schnell waren, sind heute schon wieder schneller als gestern. Deswegen wird auch die Rundzeit dieses Wagens nicht sonderlich gut sein. Aber damals der Rekordhalter, also warum nicht? Dann gewinne drei Schotterpistenveranstaltungen in einem Jaguar. Schließlich war er ursprünglich als Rallye-Wagen der Gruppe B angedacht. Und das ist kein Scherz. Das ist wirklich kein Scherz. Der Wagen war konzipiert als Fahrzeug mit Allradantrieb und V12-Motor. Das hat es nicht in die Serie geschafft. Er hat jetzt Heckantrieb und V6. Aber Turbo aufgeladen. Nicht weniger geil, aber naja. Nein, ein Motor wie kein anderer. Fahrer insgesamt 20 Meilen in deinem Jaguar. Man möchte es kaum glauben, aber sein Motor entstammt dem MG Metro 6R4. Ja, die Basis ist wirklich aus dem Metro. Deswegen auch der 6-Zylinder-Motor. Weil, wenn man sich denken kann, hat ein Metro kein V12. Kein MG Metro. Das wäre wohl ein bisschen krass gewesen. Und dem Namen gerecht, fördert er das Designziel von Jaguar und erreiche in deinem Jaguar 220 mph. Die 220 im Namen kommt da nicht von ungefähr. Richtig. Nur traurigerweise habe ich gelesen, hat der Wagen die 220 Meilen leider nicht ganz geschafft. Also 220 Meilen sind ungefähr 354 km/h. Wie ich es gelesen habe, wurde der Wagen getestet mit 351 km/h. Aber ich denke, das ist immer noch ziemlich schnell, vor allem dafür, dass der Wagen nur 560 PS hat. Sind 220 Meilen doch eigentlich ganz nett. Aber zuerst hier Schotterpistenveranstaltung, das heißt Dirtrennen. Da bin ich zufälligerweise auch gerade, ja. Das ist ein Zufall aber auch. Ja, der Wagen hat jetzt Allradantrieb. Hab ich umgebaut. Was ja, denke ich mal, nicht verwerflich ist. Nein, das will ich nicht. Weil der Wagen ja eh Allradantrieb hatte. Sollte das eigentlich kein großartiges Problem sein. So, ich nehme einfach mal die Strecke, die hier vorgeschlagen ist. Ich meine, ich habe hier sogar eine weitere Strecke erstellt. Aber die werde ich dann einem späteren Rennen zeigen. Na, da kommen dann Folgen wahrscheinlich, sogar schon. Oder eine Strecke, die zumindest hier lang läuft, sage ich es mal so. Denn auch für Offroad habe ich mittlerweile die eine oder andere Strecke erstellt. Die auch ziemlich cool geworden sind. Heute geht es um Jaguar, Schnellfahren, Porsche 996, GT2, geile Karre. Ich muss auch noch gewinnen, ey. Eieiei. Ey. Und dann auch noch auf Reifen der Wagen. Und ein Getriebe. Aber sonst ist er komplett so. Nicht nur Allrad, Offroad-Reifen. Oder hallo. Und Getriebe. Mehr hat er nicht. Braucht er auch nicht. Hoffe ich mal zumindest. Ich glaube, das reicht auch für die 220 Meilen. Das weiß ich halt noch nicht. Aber kann ich ja testen nachher. Schnell, ne? Das ist auch so eine Strecke mit so einem leistungsstarken Auto. Und man sieht auch, der Porsche hat hier, oh Gott, das ein oder andere Problemchen, das einfach auf der Strecke zu halten. Kenne ich von mir zum Beispiel. Ich habe schon gelesen, dass viele Leute oder einige Leute hier Probleme haben, dass die Strecken auch gezählt werden. Dass hier halt solche Rennen gefahren sind, aber es nicht gezählt hat. Und so, wie ich das jetzt verstanden habe, sind Dirt-Rennen gemeint als Sprintrennen. Und auch die Rennen, wo hinter Fahrt steht. Nicht Grip-Rennen oder sowas, sondern nicht irgendwas anderes, da muss halt Fahrt hinter stehen. So wie ich das verstanden habe. Den hoffe ich mal, dass ich jetzt auch richtig bin. Nicht gerade einfach umsonst Rennen fahre. Da wäre es aber auch.
ist doch gerade häufiger so, dass einige Leute Probleme haben, die richtigen Strecken zu finden. Wenn das mein Forza dann gefordert ist, bestimmte Rennen zu fahren. Da hätte ich nie großartig Probleme mit. Wenn man genau liest, nicht gerade ein Fehler drin ist. Der letzten Forza dann. Da war ja auch Goliath gemeint, aber Kolossus Standort. Ist aber eigentlich sonst relativ eindeutig, finde ich jetzt. Ich kann mich da nicht beschweren. Ja, aber fährt sich gut. Das ist nicht, aber nicht für ein Rallye-Auto ein bisschen groß. Also. Bei der Wagen sieht das ja nicht gerade klein aus. Das ist nicht ein bisschen riesig für ein Rallye-Auto. Ich weiß ja nicht, also. Ich glaube, ein Lotus Esprit war das. Oh. Ja. Ich war jetzt hat das auch gezählt. Wäre schlimm, wenn nicht. Ich kann zwar schon weiter. Ich rede schon weiter über die Musik, hier mein Video. Ja, ihr wisst schon. Ich habe dann wieder Urheberrechte verletzt und so weiter und so fort. Das weiß ich ja natürlich. Ich bemühe mich ja auch, keine Urheberrechte zu verletzen. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder geändert. Die Videobeschreibung habe ich ein bisschen angepasst. Dann musste ich anpassen. Dann gucke ich mal, ob es gezählt hat. Hat gezählt, ja. Also auf geht's zum nächsten Rennen. Rennen Nummer 2. Dieser wunderschönen Markierung. Passenderweise. Schon fast wieder 200. Ja, wie schnell das gehen kann. Mit 560 PS. Hätte der Wagen wirklich nicht. Mal das hier. Eine Serienvariante. Sorry. So. Jo! Okay. Heilige. So, ja. Lambo von mir. Gerade das Schönste, was die Marke gebaut hat. Ich werde zu den hässlicheren zählen. Das ist ja auch das nächste Auto von Lamborghini, das ich kenne. Wir haben jetzt alle Probleme, sehe ich gerade. Aber kein R-Rad eingebaut. Ich kann mal wieder sagen, hier Noobs, Noobner, fährst du mit Allrad. Ich meine, der Wagen wurde als Allradwagen gedacht. Deswegen finde ich das jetzt überhaupt kein Problem, hier Allrad einzubauen. Der Wagen eh so konzipiert wurde. Da wurde auch mit V12 konzipiert, aber hier geht kein Motorwechsel. Wäre wahrscheinlich eh nur Lambo V12. Das hätte ich natürlich nicht gemacht. Das wäre irgendwie geil gewesen, ne? Und der Wagen hat wahrscheinlich wenig Ladedruck. Glaube ich nur 1,01 bar. Das ist echt nicht viel. Bei 560 PS aus einem 3,5 Liter großen V6 Motor. Finde ich jetzt 1,01 bar Ladedruck. Ist jetzt gar nicht mal so viel. Noch so ganz schmal, ne? Hat er so im 1,3, 1,4 bar gerechnet. Oh, das hat auch, Basis ist ja ein Rennwagen davor. Aus dem Metro. Aber der Metro hat er auch. Ist der Metro eigentlich, ein Saftmotor oder hat er einen Turbomotor? So wie ich mich erinnern kann, hat der, MG Metro 6R4 oder wie der heißt, oder 4R6. Der hat doch einen Saugmotor, oder nicht? Ich glaube nur weniger Leistung. Der MG hat natürlich nicht 560 PS. Ist ja echt Selbstmord bei der Karre, glaube ich. V6
Leistung. Ich meine, der hat aber einen Saugmotor. Und halt, Rennermotoren als Saugmotoren, da geht halt schon gut Leistung rein. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Serienautos. Beim Serienautos ist eine Liederleistung von 130 PS, also das ist schon echt verdammt hoch. Also viel mehr gibt es, glaube ich, auch gar nicht. Ob viel mehr geht, weiß ich nicht, aber ich kenne keine Autos mit deutlich mehr Liederleistung von 130 PS als Sauger. Weil die höchsten sind halt so Porsche, Ferrari. Ich glaube so 132 PS kenne ich, glaube ich. War das aus dem Ferrari zum Beispiel? Ich glaube 130 PS hat auch der aktuelle GT3 RS. Die Generation 991.2, der müsste auch, glaube ich, 130 PS haben mit der Leistung. Das ist echt, das ist verdammt viel. Weil bei Rennwagen, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Vor allem auch Formel 1 Wagen, ne? Was da die als Saugmotoren hingekriegt haben. Auch so wenig Hubraum. Also da... Ist einfach nur krank, ist das. Einfach nur krank. Oh, Design gefällt mir. Und ab zu Rennen Nummer 3. Ach ja. Englisches Auto, englisches Wetter. Oh, war doch klar, dass es regnet. Typisch, ey. Typisch England. Immer nur am Regnen, ey. Aber macht nichts. Okay, ja, die haben alle wohl kein Allrad, schätze ich mal. Deswegen würde ich gerne mal vorbeikommen. Sorry. Schöner 996 GT3. Wobei ich da die Scheinwerfer nicht ganz so gut finde. Da ist noch ein 7er Baureihe oder noch nicht noch ein 1er oder noch ein 2er. Würde ich was Besseres. Jo. Aber easy. Oh Gott, ey. Aus dem dritten 220 fahren, ich meine, warum auch nicht? Der Corsa fährt im dritten 120. Ich sag quasi fast das gleiche. Scheiße, ey. Das ist einfach so schnell. Schafft. Auch kurz Regen. Kein großartiges Problem. Immer schön. Die Reifen freuen sich. Wenn sie leicht erhitzt. Rennen Nummer 3 von 3 gewonnen. Alles im ersten Anlauf. Ja. Übrigens beim Fortsetzen will ich auch keine großartige Herausforderung haben. Dass ich die Rennen, also ich jedes Rennen irgendwie dreimal fahren muss, um was zu gewinnen. Deswegen spiele ich hier nur auf Experte. Glaube ich. Oder Profi? Ich glaube Experte. Ist jetzt ja keine große Sache, ne? So, geschafft. Der Schlammkatz ist abgeschlossen. Jetzt muss ich 32,19 Kilometer fahren. Das Ganze werde ich jetzt entweder am Zeitraffer machen mit Musik oder überspringen. Mal gucken. Auf jeden Fall dann bis gleich. Don't you know?
Und das ist auch schon geschafft. Ein Motor wie kein anderer. Echt ein cooler Motor. Aber leider schafft er, glaube ich, nicht ganz den Topspeed von 220 Meilen. Und auf der Autobahn. Deswegen gehe ich den Wagen mal ganz kurz tunen. Aber auch nur so ein bisschen, gar nicht mal so stark. Dann sehen wir uns nochmal gleich wieder. Ach ja, so leicht kann Tuning sein. Einfach mal den Turbolader verbessern. Ein bisschen mehr Ladedruck, so einen halben Bar. Da passt das schon. Hoffe ich zumindest. Da merkt ihr das noch auf jeden Fall jetzt schon. Ist doch schlimm gewesen, wenn nicht. Hier ist wieder Autobahn voll und Verkehr wieder sehr ungünstig. So jedes Mal. Was ist jetzt hier an dem. Hier links vorbei? Oh, klappt doch. So. Ich hoffe, jetzt ist genug Leistung da. Ich denke doch. Ah. Und Topspeed sagt 364. 365! Ja. Und noch der kürzeste Bremsweg der Welt. Von 365 auf 0 in ja, 10 Metern oder so. Nice one. Und Wagen sieht noch ganz gut aus. Vielleicht bei der Geschwindigkeit ist es noch hinnehmbar, die Schäden. Wo der Fahrer, glaube ich, der wäre nicht so gut davon gekommen. Der wäre jetzt eher matschig gewesen. Ja, Vorsaison geschafft. Ich habe jetzt 225 Pünktchen. Was gibt es denn da für Schönes? Achso, ja gut. Natürlich, ja, das Ding braucht kein Mensch. Dann kann ich mir den kaufen für 700 Punkte. Nee. Ich kaufe mir einen Super Wheelspin. Und ja. Leider nur einen normalen Wheelspin. Mehr Punkte habe ich leider noch nicht. So, dann die beiden normalen. Mit ein bisschen Geld, was die Tuning-Kosten des Autos wieder reinbringt. Das wäre nicht schlecht. Ja gut. Nicht ganz. Das Tuning war doch ein bisschen teurer als 2000. Oder habe ich meinen dritten Vauxhall Corsa? Gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Damit kann ich durchaus leben, ja? Die Kosten fürs Tuning sind wieder reingeholt und mein Kontostand wächst immer weiter. Ich kann gar nicht so viel Geld ausgeben. Eigentlich schon das Traurige daran. Dass man Geld zugehäuft wird, aber irgendwo ist es natürlich auch nicht schlecht, viel Geld zu haben. Und ich meine, jetzt die 20 Millionen zu kommen, oder 21 Millionen, das ist jetzt keine wirkliche Kunst. Dazu muss man auch nicht das Spiel extrem suchten. Ist wirklich so. Ja, genug Lagerwart, Fortsetzung geschafft. War eigentlich, wie die meisten
Forzatons relativ einfach, kann man ohne große Probleme machen, auch ohne großartiges Tuning. Auf S2 braucht man die Karre noch lange nicht bringen. Das hat die auch für ziemlich sinnfrei. Ob man ein Allrad braucht, kann man ausprobieren. Ich habe es einfach gemacht. Sich ein cooler Wagen. Optisch nicht ganz so mein Fall, aber performance-technisch, also er ist schon ordentlich schnell. Das muss ich schon sagen. Und sogar ein Linkslenker. Könnte vielleicht daran liegen, dass Jaguar zu der Zeit noch zu Ford gehörte. Wer weiß. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und.